Hallo und herzlich willkommen zurück zu Age of Civilizations 2. Ihr seht das selber, wir haben jetzt in der letzten Folge schön komplett Polen eingenommen. Wie gesagt, die drei Provinzen, was eigentlich Polen gehört hat, die sind zu Rumänien übergegangen. Rumänien haben mich hier im Krieg unterstützt und ich hatte dann auch die Punkte, nämlich, dass ich die drei Provinzen dazu beordere, aber das macht ja nichts. Rumänien kann auch ein bisschen was haben. So, das Problem ist jetzt mit Polen, dass das Vereinigte Königreich, also Großbritannien, uns unser Nicht-Angriffspakt mehr akzeptiert. Die werden halt jetzt stinksauer sein. Müssen wir mal schauen. Einheiten haben wir ja genug positioniert erstmal. Ich glaube aber trotzdem, dass wir noch welche aufstellen müssen hier. Jetzt müssen wir mal schauen. Proviantlager haben wir hier eigentlich alles gebaut. Ja, dass wir hier auf jeden Fall noch ein paar Einheiten mit aufstellen. Wir wissen es nicht, was Großbritannien vorhat. Geld haben wir eh genug. So, erstmal, dass wir hier oben unseren Strand absichern. Naja, jetzt machen wir mal eine Grobrechnung. 15.000, 20.000, 25.000. Also wir haben jetzt bestimmt 26.000, 27.000 Mann hier oben stehen. Also das passt jetzt erstmal. Hier haben wir unsere Einheiten alle verteilt. Also das läuft eigentlich auch sehr gut. Schauen wir nochmal schnell zu Ungarn. Ja, die sind jetzt auch wieder, da waren wir nämlich kurz vor der Mitte bei denen hier. Müssen wir jetzt mal schauen, dass wir die wieder ein bisschen hochbekommen hier. Dass wir hier Beziehungen alles verbessern. Da werden wir nicht verbessern können. Oh doch, wir können verbessern. Mal schauen, wo sind sie denn? Sind nicht in unserer Leiste, also da sieht man es gar nicht. Mit Italien verbessern. Wir wollen jetzt alles erstmal verbessern. Ja, Bulgarien ist leider gefallen in der letzten Folge. Die wurden erobert hier von Großbritannien. Proviantlager ist gebaut. Die Integrierung wurde gestoppt. Ja, also da muss man integrieren, weil wir ja, wie gesagt, hier niedrige Stabilität gehabt haben hier in Polen. Sind hier war ich schon Proviantlager gebaut? Ja. Die haben wir schon alle gebaut hier. Könnten aber trotzdem noch hier welche hinsetzen. Hier unten müssten wir auch über welche haben. Ja, haben wir auch. Was Durchmarschrecht? Finnland gewähren. Finnland will ein Durchmarschrecht. Die Frage ist, wo wollen sie denn hin? Ne, machen wir ablehnen, weil wir sind momentan nur im Waffenstillstand mit denen. Nicht, dass sie jetzt hier durchmarschieren und dann, wenn der Waffenstillstand um ist, dann bei mir im Land sind und hier gleich einfallen. Was ist hier? Handelsangebot. Durchmarschrecht. Okay, geben wir uns so viel Gold für ein Durchmarschrecht. Ja, okay, jetzt nehmen wir es trotzdem mal an. Die können ja gern von mir aus hier durchmarschieren. Kriegsvorbereitung gegen die Türkei. Von Rumänien. Jetzt müssen wir mal schauen hier. Mit wem ist Türkei? Ja. Gehen wir jetzt mal auf Bestätigen. Wir müssen denen ja auch mal helfen. Die haben uns, die helfen uns ja sonst auch immer und irgendwann befürchte ich halt mal, wenn wir denen nicht unterstützen, dass die uns dann überhaupt nicht helfen werden. Das muss ja auch nicht sein. Handelsangebot. Koalition vom gegen Mexiko. Wir sind im Krieg mit der Türkei. Ja. So, wir haben ja gesagt, wir wollen unsere Technologie erstmal hier auf 10 Punkte machen von den anderen. Dann machen wir das jetzt hier mal bei der Einkommen in Produktion. Militärunterhalt haben wir ja schon auf 20. Also das haben wir eigentlich recht hoch. Und wie gesagt, jetzt müssen wir halt schauen, dass wir die anderen drei hier nur auf 10 bekommen. Und dann machen wir mit den anderen Punkten wieder weiter. So, wir sind in Krieg mit der Türkei.
Nur mit der Türkei. So. Rumänien ist dem Krieg beigetreten, Italien ist dem Krieg beigetreten. Ist natürlich die Frage, ob wir hier runterkommen. Bräuchten wir aber trotzdem. Okay, wir könnten ja per Schiffe jetzt in die Türkei kommen. Wir könnten aber trotzdem mal fragen, ob wir ein Durchmarschrecht bekommen. Handelsangebot. Durchmarschrecht, hier haben wir es. Ah, da fehlen uns leider die Punkte dazu. 1-0, jetzt haben wir es. Gold. Oh ne, so viel können wir nicht machen. Machen wir mal 5000. Durchmarschrecht. Anfrage schicken, ob sie uns durchlassen. Ja, wurde abgelehnt. Scheiße. Müssen wir also doch schauen, dass wir hier per Schiff hier reinkommen. Ist natürlich die Frage, wie viele Leute das sollen wir denn mitschicken? Ich schicke mal jetzt mal runter, dann nehmen wir noch. Die 600, da sind wir bei 1700 Mann, die werden wir jetzt mitschicken. Okay, dann schicken wir die noch mit. Da sind wir bei 2400 Mann. Mehr kriegen sie als Unterstützung nicht. Die wollen auch ein Durchmarschrecht von mir aus. So, jetzt schicken wir erstmal die Einheiten hier runter. Handelsangebot mit Griechenland gegen Italien. Nee, das mache ich nicht. Ich form doch hier nichts gegen meine Verbündeten. So, mit Finnland ist er ausgelaufen. Da werden wir auf jeden Fall jetzt von erneuern. Da haben wir keine Punkte dazu. 08. Italien ist dem Krieg beigetreten, ja. Zweite Spanische Republik. Ja, die wollen natürlich überall hier Krieg führen, ey. Ja, Rumänien ist hinzugetreten. Jetzt müssen wir trotzdem mal schauen, dass wir. Ja, Rumänien greift schon hier unten an. Werden wir mal hier reingehen. Da verweigern wir. Wollen wir jetzt nicht machen. Verweigern, nein, wollen wir nicht. So. Hier haben wir gewonnen, 900 Mann verloren. Ich hoffe natürlich, dass jetzt mal die anderen auch ein bisschen dazukommen zum Helfen. Ah, Italien ist schon hier. So, wir bleiben auf jeden Fall erstmal hier stehen. Sechshundert Mann, wenn wir jetzt hier aufsplitten, ne? Ja, und dass die jetzt mal hier dazukommen würden, mal zum Helfen. Da wollen sie Krieg führen, aber helfen mir nicht. Mexiko will Frieden haben. Okay, können wir jetzt erstmal anbieten, ne? Ich glaube, wir müssen dann doch mal noch mehr Leute hier runterschicken. Dann nehmen wir die hier noch dazu. Die hier. Die anderen lassen wir jetzt erstmal hier stehen. Ja, Italien rückt nicht weiter mit seinen 10.000 Mann, was hier unten stehen. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall trotzdem wieder Einheiten produzieren. Haben wir jetzt hier ein Proviantlager schon gebaut? Ja. Da auch.
müssen wir gleich einen spawnen. Da bauen wir auch eins. Geld haben wir eh genug. Ruby Anklager. Jetzt fehlen uns die Bewegungspunkte. So, Italien ist dem Krieg beigetreten. Einen Forschungspunkt haben wir, Waffenstillstand in Mexiko. Ja, ihr seht selber, mit wem die alles Krieg führen hier, sogar mit der Schweiz. Verwaltung, Bevölkerungswachstum. Das machen wir mal hier. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie weit unsere Einheiten hier unten sind. Ja, Italien zieht endlich einmal weiter. Ja, die haben das Durchmarschrecht hier unten. Nee, die wirklich, die führen jetzt mit jedem Krieg, ey. Es hat aufgehört, sich zu verbessern. So. Stabilisierung, 100%, 100%. Okay, das passt alles. Da haben wir schön integriert hier oben. Wollen wir trotzdem mal schnell hier auf Ungarn schauen. Beziehungen verbessern, könnte man ja wieder machen hier. Mehr Diplomatiepunkte haben wir ja sowieso nicht. So. Wie schaut es jetzt hier unten aus? Sind jetzt die Leute schon angekommen? Ne, noch nicht. Aber gleich sind sie da. Ja, jetzt müssen wir aber trotzdem mal hier auch mal aufsplitten. Die lassen wir hier stehen. Frankreich. Müssen wir mal schauen, ob die uns ein Durchmarschrecht geben. Machen wir mal ein bisschen Gold. Naja, 4900, das reicht eigentlich. Durchmarschrecht, Anfrage schicken. Mal schauen, was sie dazu sagen. Angebot wurde abgelehnt. Na super. Anders, da komme ich aber jetzt hier leider nicht hin. Ich komme hier leider anders da gar nicht hin. Ja, müsste ich jetzt hier rüber marschieren. Warte mal, wo geht denn mein Strich hin? Da. Ne, da kommen wir gar nicht hin. Da muss doch mal irgendjemand jetzt das hier irgendwie mal einnehmen. Schauen wir mal trotzdem, ob sie Provinzen abtreten. Ne? Wie viele Punkte haben wir denn? 23. 5 Punkte. Oh, das kostet gleich 8. Naja, dann schauen wir mal, ob wir die Provinzen vielleicht bekommen. Dann können wir die Männer alle hier auf Istanbul reinziehen. Ihr werdet es nicht glauben. Ach so, nee. Ich habe schon gedacht, Italien hat unser Bündnis verlassen hier. Beziehungen verbessern. So. Na, die Türken sind noch nicht drauf eingegangen. So, jetzt haben wir die Punkte verbraucht. Mal schauen. Ja, die wollen das nicht abgeben hier.
Ich weiß nicht. Ja, wir kommen da nicht anders dahin. Wir müssten also jetzt zu Italien hereinkommen. Und dann per Schiff hier übersetzen. Mal schauen, ob wir hier das Durchmarschrecht bekommen von Albanien. Kommen wir hier auf jeden Fall runter. Was? Die Schweiz hat Italien erobert hier unten. Oh, 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 oh. Ja, aber die, wie gesagt, es kommt davon, wenn man jetzt hier mit jedem hier in den Krieg reinzieht. Durchmarschrecht akzeptiert. Also, das ist schon mal gut. Jetzt schauen wir mal mit 500... Mann. Den Hafen haben sie auf jeden Fall. Ach so. Aber die haben keinen Hafen, da kann ich hier bestimmt den anlegen, oder? Jetzt müssen wir mal hier schauen. Was machen wir denn jetzt mit Italien und der Schweiz? Ihr seht, Italien ist hier oben, Schweiz hat hier unten alles eingenommen. Warum muss man jetzt hier Krieg führen, ey? Oh, Grippewelle bricht schon wieder aus. So, jetzt müssen wir mal trotzdem noch ein paar Einheiten hier aufstellen. Haben wir hier ein Proviantlager? Ja. Wir haben so viel Geld. Proviantlager. Wir werden auf jeden Fall gleich mal bei den Russen hier verstärken. Sicher ist sicher, man weiß ja nie. Keine Bewegungspunkte, okay. So, jetzt. Technologiepunkt. Verwaltung. So, was sind meine Einheiten jetzt? Die sind hier. Schauen wir mal. Aber ich glaube nicht, wenn die keinen Haufen haben, dann dürften wir da gar nicht drüber kommen. Ja, Grippe. Nee, da kommen wir nicht drüber. Weil uns Frankreich nämlich nicht durchlässt. Wurde abgelehnt, Schweine. Mal schauen, ob sie das mit ein bisschen an Geld machen. Ne, wurde abgelehnt, also die wollen uns nicht durchlassen. Jetzt kommen wir aber auch an das letzte Stück hier von der Türkei gar nicht hin. Und die wollen uns auch die Gebiete hier nicht geben. Aber jetzt haben sie es uns gegeben. Die drei Gebiete hier unten gehören uns. So, die müssten wir auf jeden Fall dann gleich integrieren. Drei Gebiete, vier Gebiete sind es. Istanbul gehört ja auch uns. So, da müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir jetzt unsere Leute hier wieder rausbringen. Die lassen wir jetzt hier in der Türkei stehen. Weil nicht, dass das Durchmarschrecht hier ausläuft und dann bin ich da mit Bulgarien nur im Krieg, mit Albanien. Na. So, was ist denn jetzt mit Italien hier? Ah, die erobern schon wieder zurück. Ja, Schweiz ist gefallen, so wie es ausschaut. Schweiz ist weg. Hier oben haben wir nur zwei Provinzen. Und das hier unten, ne, werden die sich auf jeden Fall zurückerobern. Die haben hier unten auch schon um die 6000 Mann noch stehen, ey. Scheiße ist natürlich, dass Bulgarien gefallen ist.
die wollen uns nicht mehr hier. Die wollen uns nicht. Na, abgelehnt. So, jetzt müssen wir noch mal kurz einen Überblick machen wegen unserer Einheiten. Na, wir wollen jetzt nichts rekrutieren. Schauen, dass wir ja überall ein Proviantlager haben. Okay, für die kleinen Einheiten brauchen wir es nicht. Die können wir ja jetzt auf jeden Fall gleich mal weiterziehen. Die ziehen wir hier mal hin. Da ist ein Proviantlager. Da haben wir auch eins, da haben wir keins. Ja, dann ziehen wir die hier weiter. Da müssen wir eins haben, oder? Ja. Da haben wir auch eins. In Warschau. Okay, 380 sind jetzt auch nicht gerade die Welt. Die ziehen wir jetzt mal weiter hier. So, hier haben wir auch kein Proviantlager. Abbrecher. Alle mal hier rausziehen, wo kein Proviantlager ist. Wir sind im Krieg mit Finnland. Boah, mit Frankreich, ey. Mit Frankreich. Warum geben die jetzt unser Durchmarsch recht nicht? Was? Geschenk schicken? Schicken wir mal 5000. Mal schauen, was sie dazu sagen. Sind sie erfreut oder kommt da gar nichts dazu? Ah, Finnland greift an. Ihr Schweine. Was? Frankreich hat unser Geschenk zurückgeschickt. Oh, oh, oh. Nein, wir haben keine Einheiten hier. Wir müssen Einheiten aufstellen. Wir müssen zurückschlagen. Dass sie hier nicht nur weiter vorrücken, ey. So, was haben wir denn noch hier? Ah, keine Bewegungspunkte mehr. Ja, müssen wir halt mal schauen hier, dass wir die 7000 Mann von denen noch wegbekommen. So. Müssen wir auf jeden Fall wieder zurückerobern. Das lasse ich nämlich nicht auf mir sitzen, ey. So, rekrutieren, da haben wir schon keine Bewegungspunkte mehr. Okay. Ja, das müsste alles gewesen sein jetzt von den Einheiten her. Moment einmal. Einen kleinen Teil ziehen wir hier hin. So, auf geht's zurück. Zurückeroberung. War natürlich ein Fehler, was sie hier gemacht haben.
Vor allem, wir wissen ja nicht, wie viele Einheiten dann hier oben noch stehen. So, hier die Hälfte. Schauen wir erstmal, was wir denn hier noch an Einheiten stehen haben. Das gehört zumindest schon mal wieder alles mir. Okay, hier stehen noch. Oh, das haben wir sogar gewonnen. Naja, das haben sie wieder zurück, aber das macht nichts. So viele Einheiten dürften die jetzt eigentlich hier unten gar nicht mehr haben. Ja. Hier angreifen, hier angreifen. Jetzt müssen wir mal schauen, kommen wir hier hoch oder nicht? Weiß halt auch keiner, wie viele Leute wir jetzt dann brauchen, hier oben in Finnland. Ja, die geben aber trotzdem nicht auf hier. Ihr verstärkt hier. Ihr verstärkt hier. Ja, und hier an Strandnähe müssen wir verstärken. So, das. Schicke meine Einheiten von der russischen Grenzlinie hier komplett weg. Jetzt fragen wir halt mal trotzdem, ob sie einen Waffenstillstand haben wollen. Oder soll ich jetzt wirklich angreifen mit einem Mann hier oben? Wobei das halt jetzt auch nicht die Welt ist. Wir könnten ja trotzdem mal die 5000 Mann hier hochschicken. Oh, wow. Ja, die haben trotzdem noch einiges an Einheiten hier. Ich hoffe natürlich, dass die ihre Hauptarmee hier unten haben und nicht in ihrem Land oben. Wir müssen auf jeden Fall ganz dringend verstärken hier. So, jetzt schauen wir mal, was hier oben in Finnland ist. Ja, sind wir auf jeden Fall gleich da. So, hier weiter. Hier auch. Schauen wir mal hier oben. Ah, leck! Oh mein Gott. Da habe ich meine 5000 Mann verloren. Trotzdem mal auf Militärunterhalt hier machen. Einheiten rekrutieren. Ja, wir schauen jetzt trotzdem, dass wir vielleicht so um die 2000 Mann oder was zusammenbekommen. 2000, 20.000 Mann oder was. Und dann ziehen wir hoch. Müssen wir es doch wohl schaffen. Wir werden es auf jeden Fall probieren. So, hier haben wir schon alle. Ja, dann müssen wir hier weiterhin verstärken noch. Sechs, 12, 20.000. Ja, jetzt kommt es hin mit 20.000 Mann. So, und wie gesagt, die schicken wir jetzt nach Finnland hoch. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt hier oben keine Schlappe kriegen, ey. Aber die wollen es ja nicht anders da. So, Einheiten rekrutieren. Dass wir die dann nämlich gleich hinterher schicken können. So, jetzt wird es aber langsam eng mit unserem Geld, ey.
Ja, wir müssen ja schauen, dass wir da unten noch die Stellung halten. Oh, 10.000 Mann verloren. Nein. Boah. Bin ein bisschen erkältet, deswegen der Husten, ne? So. Ja, Einheiten, ihr müsst hier hoch, ey. Wir brauchen euch hier oben. So, die schicken alles hinterher. Dass wir so viel wie möglich Leute hier oben haben. Die schicken wir darüber. Jetzt werden wir trotzdem mal einen Teil aufsplitten hier oben. Mal schauen, was rauskommt. So. Den Rest lassen wir jetzt erstmal stehen. Ah, hier unten leisten sie noch. Ja, ich glaube, so viele Einheiten haben die da oben gar nicht mehr. Die Hauptmacht war hier unten, ne? Schaut auf jeden Fall zumindest so aus. So. Ziehen wir trotzdem mal hier unten weiter. Keine Ahnung, was die da von mir wollen, du. So. Die werden wir hier oben weiterziehen. Naja, Finnland haben wir jetzt auf jeden Fall. So, was haben wir jetzt noch? Ah, jetzt habe ich die ganzen 6.000 Mann weitergezogen. So, dann schauen wir mal. Naja, das haben wir zurückgeschlagen. So, jetzt kommt aber gleich unser Angriff. Das haben wir erobert. Ja, jetzt da müssen wir aufpassen jetzt. Ja. So, Finnland, ihr werdet auf jeden Fall fallen. Die haben uns die Kriegsanfrage gestellt, nicht wir denen. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir unten weiter. Wir haben natürlich viel zu viele Leute hier. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ein Proviantlager ist. Hier. Schieben wir die schon mal auf jeden Fall hier weiter. Schön ins Proviantlager rein. Die reichen auf jeden Fall. Haben wir hier ein Proviantlager? Ja. So, die aufsplitten hier. Das. Jetzt müssten wir eigentlich alle Provinzen... Oh, hier haben wir noch was. Ah, jetzt haben wir schon alle Leute weitergezogen hier oben. So, die weiterziehen. 900. 900, 900. Das. 800. 700. 700, den Rest hierhin. Dann rücken die jetzt mal hoch und die rücken hoch. Ja, die haben keine Einheiten mehr, ihr seht selber. Die müssen sie jetzt mit ein paar hundert Mann hier nur rumschlagen, aber das werden sie nicht schaffen.
So, hier unten haben wir schon mal alles erobert, bis auf Riga. Ja, jetzt hier noch weiter. So, jetzt haben wir Finnland auf jeden Fall gleich. Oh, solche. Alter, was soll denn das? Jetzt bricht da die Seuche aus. Jetzt wird es dann zu uns alles hier reinkommen. 100%, ey. So, 700, jetzt zieht dahin. 800 hier. Und die da. Da müssten wir eigentlich die letzten Gebiete haben, bis auf hier unten noch. So. Und wie schaut's jetzt aus? So, da haben wir doch Finnland. Italien ist dem Krieg beigetreten. Waffenstillstand mit Iran und... Boah, China. Portugal, Griechenland, Mexiko, Kanada. Eieieiei. Ja, Griechenland dürften sie überhaupt kein Problem eigentlich haben. Ach, Bulgarien hat ja nur ein kleines Fleckel hier unten, habe jetzt gar nicht gesehen. So, jetzt müssen wir mal schauen hier. Ja, die Seuche kommt zu uns, die Seuche kommt zu uns. So, hier müssen wir stabilisieren. Ah, die ist wirklich schon an unserer Grenze, ey. Besetzte Provinz, wieso können wir hier nicht integrieren? Achso, wir haben sie noch gar nicht. Ja, ja, Moment einmal. Finnland, wie viele Punkte haben? 159. Punkte bleiben noch. Das. 16. Ja, 4. Ja, vielleicht kriegen wir sogar. Ja. Passt. Forderung Sendner. Und. Krieg gegen Kanada. Ne, mache ich jetzt nicht mit. Da mache ich jetzt nicht mit. Ah, jetzt sind wir hier im Waffenstillstand. Ja, das lassen wir trotzdem so. Die Gebiete haben es uns gegeben. Die auch alles. Was haben wir jetzt für Einnahmen? 7000. Müssen wir aber erstmal integrieren hier. Integrieren. Es ist einiges zum Integrieren hier. Mein Gott, mein Gott. Oh, schau doch mal die ganzen Provinzen hier an. Handelsangebot mit Chile gegen Argentinien. Nee, will ich jetzt gar nichts machen, Leute. Wir müssen uns jetzt erstmal hier oben drum kümmern. So, ihr seht selber, hier ist die Seuche weiter ausgebrochen in Russland. Oh, die ist hier rüber schon gekommen. Die hat unser Gebiet schon erreicht, ey.
Wir haben viel zu wenig Punkte für die Integration. Nur 7er. Hier oben schaut es auch schlimm aus. Ja, wir haben die Punkte nicht dazu. 2-1. 2-5. Also 4 können wir machen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Bevölkerungswachstum machen wir jetzt dann gleich dazu. So. Boah, die sind ja immer noch um die 10 Provinzen oder was? Annehmen. Wer will noch Durchmarschrecht? Niederlande. So, Provinzen. Integrieren. Also da müssen wir halt wirklich immer schauen, dass wir hier die Punkte zusammenbekommen. 05. Jetzt haben wir erst 1-3. 1-7. So, 2-1. Weiter integrieren. Dann haben wir hier Riga noch. Werden wir hier unten aber gleich noch was bauen, ey. Und hier. Proviantlager. Dann können wir die Einheiten nämlich hier runterziehen. Und die Massen auch. Die ziehen wir jetzt alle mal zusammen und dann bauen wir hier nämlich Proviantlager, dass die Kosten ein bisschen gesenkt werden. Mehr Proviantlager, ja, bauen. So, was haben wir jetzt hier? Freundliche Zivilisation. Also hier wurden die Beziehungen verbessert, aufgehört. Dann haben wir das gebaut. So, wie viele Provinzen haben wir denn noch? Nur 7 Punkte, aber nur, das bringt mir gar nichts. Ah, 4,8, das ist perfekt. So, jetzt können wir mal integrieren hier. Integrieren. Integrieren hier alles. Haben wir jetzt hier unten noch einen roten Bereich? Nee. Das müssten wir aber dann langsam mal durch sein. So, das war der letzte Punkt. Schauen wir mal. Integrieren. Integrieren. So, 05 haben wir leider keinen Punkt mehr frei. So, 4 Provinzen sind es noch. Jetzt haben wir es doch gleich. Integrieren. Wo fehlt denn noch was? Hier haben wir doch schon alles. Achso, hier unten sind es noch. So, und dann haben wir auf jeden Fall alles integriert. Passt. Schauen wir mal unser Geld an. Das erholt sich auch langsam wieder alles. Jetzt müssen wir mal unsere Leute hier unten ein bisschen zusammenfügen. Halt, ist ja gar nicht meine Provinz hier. Hier haben wir ein Proviantlager. Dann werden wir die Einheiten jetzt mal alle hier rüber stecken. So, und dann müssen wir hier unten mal schauen. Proviantlager haben wir. Hier auch? Ja. Das sind ja alle schön im Proviantlager hier drin sind. So, hier nicht. Jetzt müssen wir mal hier gucken.
Da werden wir es. Ah, da haben wir auch eins. Die jetzt erstmal alle hier drauf. Die können wir da unten lassen. Und da werden wir auf jeden Fall noch ein Proviantlager dann bauen. So, hier haben wir ja eins. Hier haben wir eins. Und dann bauen wir hier noch eins. So, Technologiepunkt. Das geht ratzifatzi jetzt mit die Punkte. So, was bekommt man jetzt pro Runde? 12.000. So, Proviantlager sind aber noch nicht gebaut. Handelsangebot mit Peru gegen Mexiko. Können wir ja mal annehmen. Habe ich jetzt kein Proviantlager hier? Ah doch, die sind schon gebaut, okay. Also, ihr seht ja jetzt selber, wir haben ja unser deutsches Reich jetzt eigentlich schon sehr, sehr weit erweitert. Haben ja jetzt auch Finnland komplett mit eingenommen. Ihr seht jetzt hier ein deutsches Reich. Also jetzt sind wir wirklich gut dran. Sind bei Runde 459, oh mein Gott. Da sind wir wirklich weit. Okay, Italien hat sich auch wieder erholt. Wie gesagt, die wurden ja von Schweiz eigentlich komplett eingenommen, bis auf einen kleinen Teil, aber Italien hat zurückgeschlagen. Da haben wir einen kleinen Teil von der Türkei hier unten mitbekommen. Ah, Bulgarien wird sich aber, ich glaube, nicht mehr erholen. Das glaube ich nicht, dass die sich erholen werden. Schaut es jetzt mit Ungarn aus. So, Beziehungen verbessern. Auf jeden Fall mit Frankreich muss man gut gestellt sein. Wir haben jetzt nicht mehr allzu viele Leute hier. Jetzt machen wir den nicht Angriffspakt. Mal schauen, ob sie da drauf eingehen. Was ich natürlich nicht glaube. Okay, Großbritannien ist drauf eingegangen, Frankreich nicht. Ja, von mir aus, Leute, ist mir jetzt auch egal. Wir haben ja ein paar Einheiten, haben wir ja unten stehen. Also ein bisschen zurückschlagen könnte man ja, ja. Also, in der nächsten Folge, wie gesagt, müssen wir jetzt dann weitermachen, dass wir dann auch hier, wir müssen ja in den Bereichen dann Bibliotheken, Werkstätten, Farmen und so weiter bauen, dass wir, wie gesagt, auch hier unsere Produktion ankurbeln. Wie gesagt, wir sind immer noch mit 12.000 im Plus, also... Wenn ihr jetzt denkt, mit unserer riesen Armee, was wir jetzt haben, sind wir eigentlich wirklich gut im Plus. Und das will ich auf jeden Fall weiterhin so halten. Ne? Ich will ja nicht, dass es so wird wie in den damaligen Folgen, wo uns nämlich dann das Geld hier ausging. Das muss ja auch nicht sein. So, und da werde ich jetzt mal auf Speichern drücken. Spiel speichern. So, die speichert erst ab der nächsten Runde. Gehen wir mal hier hin. So, Leute. Dann wünsche ich, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir unser Reich weiterhin ausbauen. Dankeschön, macht's es gut, tschüss.